Primary control with critical vehicle function. Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 109. Der Titel der Episode ist: Was ist Komplexität? Eifrige Hörer des Podcasts werden natürlich sofort einwenden, dass es bereits eine Episode zum Thema gibt, nämlich Episode 10 mit dem Titel Komplizierte Komplexität aus dem Jahr 2019. Es lohnt sich, so denke ich, auch diese nochmal nachzuhören, aber nach 5 Jahren ist es an der Zeit, hier ein Update zu machen. Ganz besonders auch deshalb, weil ich mich wieder freue, einen hervorragenden Gesprächspartner zum Thema virtuell einladen zu dürfen, nämlich Dr. Marco Wehr. Dr. Wehr ist Physiker und promovierter Wissenschaftstheoretiker. Als vielfach ausgezeichneter Autor und Redner beschäftigt er sich mit Fragen der Vorhersehbarkeit, der Rolle des Körpers für das Denken und der Beziehung von Gehirn und Computer. Marco Wehr ist Gründer und Leiter des Philosophischen Labors in Tübingen. Sein neues Buch, Komplexe neue Welt, ist natürlich eine der Grundlagen für dieses Gespräch. Ist unlängst erst zum Wissensbuch des Jahres 2024 vorgeschlagen worden. Ein Link zum Buch ist natürlich wie immer mit einer ganzen Reihe von anderen ergänzenden Informationen in den Shownotes zu finden. Marco beschäftigt sich auch mit der Frage der Modellierung und sein aktuelles Vortragsformat für 2025 heißt folgerichtig die Macht mathematischer Modelle. Diese Episode hat wieder besonders viel Spaß gemacht und ich hoffe, es wird nicht die letzte mit Dr. Marco Wehr bleiben. Noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Der Podcast ist, wie Sie ja wissen, werbefrei und kostenlos ist verfügbar. Ich würde Sie aber wie immer um eine Sache bitten, wenn Ihnen diese Episode gefällt oder wenn Sie glauben, dass dieser Podcast ein wichtiger Beitrag auch zur Diskussion dieser Zukunftsthemen ist, dann bitte teilen Sie den Podcast, teilen Sie diese Episode, Freunde, Familie, soziale Netzwerke, was immer Ihnen am Herzen liegt. Und natürlich auch eines, wenn Sie Gedanken haben, wenn Sie Widersprüche haben, wenn Sie ergänzende Ideen haben, zögern Sie nicht, schreiben Sie mir ein E-Mail, es freut mich, mit Ihnen in Diskurs zu kommen. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Marco Wehr. Hallo Marco, schön, dass du dir Zeit nimmst heute für ein Gespräch über Komplexität. Hallo. Du hast ja ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, es ist, glaube ich, heuer herausgekommen. Im April. Natürlich auch in den Shownotes und so weiter werde ich das Buch verlinken und kann den Zuhörern auch empfehlen, sich das Buch zu kaufen und zu lesen. Wir wollen heute ein bisschen über Komplexität sprechen und ich würde vielleicht einmal mit einer Frage oder eine Idee beginnen, die ich immer versuche, wenn ich über Komplexität spreche, zu klären, weil im Alltag habe ich das Gefühl, dass die Menschen die Begriffe Komplexität und kompliziert fast synonym verwenden oder mal das eine, mal das andere. Aber nach meiner Überzeugung sind das eigentlich zwei sehr unterschiedliche Begriffe, oder? Wie siehst du das? Ja, sehe ich auch. Also die Abgrenzung ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil es für Komplexität ja alleine 25 oder 30 Definitionen gibt. Aber ich habe mir da auch eine Unterscheidung erarbeitet und über die können wir gerne sprechen. Ja, dann machen wir das doch mal. Was ist deine Unterscheidung und wie würdest du, ich habe das auch erlebt, es gibt eine ganze Reihe von Definitionen, wie würdest du jetzt sozusagen für unser Gespräch Komplexität definieren oder was ist dein Zugang im Augenblick dazu? Also ich im Grunde genommen, ich orientiere mich so ein bisschen an der algorithmischen Komplexitätstheorie. Für mich sind Dinge kompliziert, die sich im ersten Moment als undurchschaubar darstellen, aber mit Arbeit eigentlich auf eine einfachere Form verdichten lassen, so dass es sozusagen einen Generator gibt, aus dem ich das komplizierte Muster dann herstellen kann. Das kennen wir ja sehr schön aus Mandelbrots Fraktalen. Da hat man so einen Generator. Der Generator ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und wenn man dann sozusagen diesen Generator in Anführungsstrichen anwirft, dann entsteht ein kompliziertes Muster, was dem Betrachter im ersten Moment völlig chaotisch erscheint oder unregelmäßig, was sich aber eigentlich einem durchschaubaren Prozess verdankt. Und bei komplexen Problemen, denen liegt eine irreduzible Dynamik zugrunde. Also für diese irreduzible Dynamik finde ich einfach keine einfachere Beschreibung. Und deshalb wirkt das für uns indeterministisch und nicht erklärbar. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ich würde vielleicht einen weiteren, so eine Idee oder eine Sache, die ich versuche, mal dazu zu sagen, mit dir abklopfen, was du davon hältst. Also ich persönlich sehe das so, dass Begriffe wie kompliziert, also ich sehe Begriffspaare wie kompliziert und einfach und auf der anderen Seite komplex und simpel. Im Englischen ist es ein bisschen einfacher, weil da ist simple und easy, weil ist etwas klarer, glaube ich, als im Deutschen, aber egal. Diese Begriffe kompliziert und einfach sind Begriffe, wo man meiner Meinung nach immer die Frage dazu stellen muss, für wen? Also da ist für mich immer eine Relation zu einem Akteur gegeben. Also zum Beispiel, das ist gut, ja.
Ich bringe immer ganz gerne das Beispiel der mechanischen Uhr, nicht? Wenn meine mechanische Uhr nicht funktioniert, dann ist das ein kompliziertes Problem für mich, weil ich nicht weiß, wie dieses Teil funktioniert und weil ich sie nicht reparieren könnte. Wenn ich es aber zum Uhrmacher gebe oder das Lösen einer Differentialgleichung oder sowas, ja, das könnte ich jetzt nicht, aber das ist möglicherweise für eine Mathematiker eine Arbeit von einer Minute oder irgend sowas. Ja, und für einen Uhrmacher vielleicht von 5 Minuten, ich weiß es nicht. Ja. Während komplex sind Probleme, komplex ist eine systemische Eigenschaft, die nicht in Bezug steht zu einem bestimmten Akteur oder Beobachter. Wie gefällt dir diese Perspektive? Das finde ich gut. Also ich meine, nehmen wir mal an, gehen wir nochmal zum Komplizierten. Dann ist ja sozusagen das Zeichen der Meisterschaft besteht ja darin, einen komplizierten Wust von Daten zum Beispiel auf eine einfache Form zu bringen. Als beste Beispiel Maxwell'sche Gleichungen oder Einsteinsche Feldgleichungen und dergleichen und so fort. Auch in der Sprache finde ich das übrigens sehr schön. Also ich liebe das Wort Dichtung, weil in Dichtung, da steckt für mich das Wort Verdichten drin. Also ein Gedicht ist etwas, was eigentlich einen sehr komplizierten Lebenszusammenhang in eine sehr, sehr griffige Form bringt, wo man dann sozusagen aus der Nussschale diesen ganzen Reichtum an Erscheinungen entwickeln kann. Und bei komplexen Problemen funktioniert das leider nicht. Und deshalb ist der Umgang mit komplexen Problemen auch was ganz anderes als mit komplizierten Problemen. Wobei man natürlich am Anfang nicht weiß, wenn man diesen Wust von Daten hat, ob das jetzt wirklich ein kompliziertes Problem oder ein komplexes Problem ist. Das ist dann eine sehr interessante Frage. Du hast vorher noch einen anderen Begriff erwähnt, den ich hochspannend finde, vor allen Dingen, weil er auch Stephen Wolfram, ich weiß nicht, wir es wahrscheinlich kennen, auch kennen, nicht? Der, ich kenne ihn. Mathematik und Physiker, glaube ich, und auch von Wolfram Research und auch Mathematiker, die Software ist sozusagen aus seiner Feder mehr oder weniger. Und der hat in einem Podcast, weiß ich, einem halben Jahr oder Jahr, ich glaube bei Lex Friedman, was sehr Interessantes gesagt. Er hat auch einen Artikel geschrieben, den werde ich vielleicht verlinken, auch da erwähnt er das auch. Und zwar, ich versuche das jetzt mit meinen naiven Worten zusammenzufassen, er sagt, die natürliche Welt oder das Universum oder was immer man als Betrachtungsobjekt man hernehmen möchte, wäre nicht reduzierbar. Nicht reduzierbar in dem Sinne, dass es keine Gleichung oder Modell oder Ähnliches gibt, was eben diese Realität oder das Verhalten der Realität in der Zukunft klar beschreibt. Richtig. Sondern das Einzige, was das Verhalten der Realität klar beschreibt, ist das Ablaufenlassen der Realität sozusagen. Nicht? Genau. Und insofern irreduzierbar, aber natürlich gibt bitte? Irreduzibel, sage ich. Entschuldigung, irreduzibel, korrekt. Genau. Danke für die Korrektur. Aber natürlich gibt es da und dort für bestimmte Phänomene, Annäherungen oder Modelle oder irgendwas, die uns vielleicht in bestimmten Kontexten helfen kann. Wie gefällt dir dieses Bild? Das ist genau meine Meinung. Also also sonst wäre ja auch Erfahrung nicht möglich. Also Erfahrung beruht ja darauf, dass wir sozusagen etwas erleben. Und wir nehmen sozusagen die Umstände wahr und dann, wenn wir etwas erlebt haben, folgern wir daraus, dass wenn die gegebenen Umstände wieder so vorhanden sind, dass wahrscheinlich wieder dasselbe eintreten wird. Also nur da der Sachverhalt, dass unser Gehirn funktioniert, setzt eigentlich voraus, dass es Dinge gibt, die reduzibel sind, die man sozusagen auf einfache Gesetze zurückführen kann, sodass wir in der Lage sind, aus Erfahrung zu lernen. Ich nenne das in meinem Buch die Inseln der Propheten. Die Inseln der Propheten sind sozusagen die reduziblen Bereiche in unserem Erfahrungsraum. Also beste Beispiel ist eben eine Fallbewegung, die sozusagen durch das Wegzeitgesetz von Galilei beschrieben ist. Das ist ein reduzibles Gesetz, da kann man sich drauf verlassen. Wenn man die Metallkugel fallen lässt und man zieht seinen Fuß nicht weg, dann kriegt man einen blauen C. Das kann man 10-mal hintereinander machen, das passiert 10-mal auf dieselbe Art und Weise. Aber es gibt natürlich andere Gesetze und das sind gar nicht so wenig. Die sind dann tatsächlich irreduzibel und ich glaube, dass es da in den Naturwissenschaften eine ganze Zeit lang eigentlich eine kognitive Täuschung gab, weil man hat am Anfang natürlich versucht, also man hat Gesetze gefunden, die reduzibel waren und weil die so wunderschön funktioniert haben, hat man daraus geschlossen, dass das wahrscheinlich für den größten Teil des Universums gilt. Und dass es deshalb eben auch erklärbar ist. Also das beste Beispiel ist ja immer der Laplace'sche Dämon, wobei man den Laplace in Schutz nehmen muss, da sage ich gleich vielleicht noch was zu, weil der Laplace ja diese Erklärbarkeit nicht gefordert hat, sondern im Gegenteil, der Laplace hatte eigentlich unterstellt, dass das Universum nicht prognostizierbar ist,
in einem deterministischen Differentialgleichungssystem und es aus dem Grunde wichtig ist, die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu etablieren, weil das Beispiel des Laplace'schen Dämons steht ja in der Einleitung seines Buchs über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist immer. Also Pierre Laplace ist Physiker um 1900 herum ungefähr. Genau, der war also einer von den sogenannten analytischen Mechanikern und der Laplace-Dämon, der sagt eben, dass wenn man sozusagen die Anfangsbedingungen eines Systems kennt, also Impulse und Orte, plus der Differentialgleichung, dann ist es möglich, sozusagen die gesamte Zukunft zu berechnen, als auch die gesamte Vergangenheit. Aber den Laplace muss man in Schutz nehmen, der wird da immer in der falschen Art und Weise instrumentalisiert. Dem Laplace war schon völlig klar, dass das nicht möglich ist, weil, wie du vorhin gesagt hast, wie Stephen Wolfram, er davon ausgeht, dass das Universum in seiner Gesamtheit irreduzibel ist. Aber wie gesagt, es gab eben viele Gesetze, wo das wunderbar funktioniert hat. Und deshalb hat man sich wahrscheinlich eine Zeit lang der Illusion hingegeben, dass man den Bereich des Vorhersehbaren immer weiter vergrößern kann. Also das allerallerschönste Beispiel ist für mich Le Verrier, der sozusagen aus Störungen der Umlaufbahn des Uranus gefolgert hat, dass es einen weiteren Planeten gibt, den Neptun. Und der Neptun wurde dann von Galle genau an der Stelle gefunden, die Le Verrier vorhergesagt hat. Und das war natürlich ein Triumph der analytischen Mechanik. Und da gab es eine gewisse Euphorie. Und diese Euphorie hat dann eigentlich bis zu unserer Zeit peu à peu immer mehr an Leuchtkraft eingebüßt, weil wir mittlerweile wissen, dass es eben viele Bereiche gibt, die deterministisch in der Form nicht beschreibbar sind. Ich habe es gerade, während du auch gesprochen hast, mit meinem Handy rumgespielt. Und zwar nicht darum, weil ich nebenbei texte, sondern weil ich gerade vorgestern ein Ö1-Programm gehört hat, dass die Daphne Rubi, mit der ich auch schon Episoden gemacht hat, gehalten hat mit John Ioannidis, den, weiß nicht, vielleicht sagt er der Name, was, ja, der ist ein sehr bekannter amerikanischer, ja, man kann sagen, Metaforscher oder Wissenschaftsforscher und auch im Bereich Medizin und so weiter. Ich möchte das Ganze auf Ioannidis im Engeren eingehen, aber er hat in dem Gespräch etwas sehr Interessantes gesagt, was mir jetzt auch in dem Zusammenhang mit dieser Irreduzibilität interessant erscheint. Und er hat gesagt, sinngemäß, Menschen, und er hat sich da jetzt auf Wissenschaftler bezogen, die glauben, zu viel zu wissen, sind eine große Gefahr für uns. Ja. Und das hat mich wieder ein bisschen erinnert an Poppers Satz der intellektuellen Bescheidenheit, die wir sozusagen als Wissenschaftler an den Tag legen sollten, was er in den 70er Jahren immer wieder betont hat. Genau. Und das würde ja eigentlich genau zu dem passen, was du sagst, nicht? Ja, da rennt bei mir sozusagen ein Scheunentor ein. Also das ist so, ich bin der Meinung, dass es eine Tugend ist der Wissenschaft, das, was man weiß und das, was man nicht weiß, genau zu trennen und auch genau zu benennen. Und ich habe diese Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Die letzte Prüfung in meinem Physikdiplom. Ich hatte Gehirntheorie bei Professor Dr. Valentin Breitenberg. Und die Prüfung war für mich wichtig, weil ich gerne danach ein Promotionsstipendium haben wollte. Ich bin dann ins Prüfungszimmer reingekommen und der hat dann drei Begriffe an die Tafel geschrieben. Anatomie des Gehirns, Gehirn der Fliege, weil das in Tübingen damals sehr wichtig war, und das visuelle System. Er hat dann gesagt, Marco, du darfst dir jetzt sozusagen einen Begriff aussuchen und dann redest du einfach eine Stunde und erzählst mir, was du weißt. Und ich habe dann das visuelle System genommen und ich habe keine 2 Minuten geredet. Dann hat er mich schon mit einer Frage unterbrochen, auf die ich keine Antwort wusste. So, und dann dachte ich mir schon, oh, das geht ja gut los. Weitere 2 Minuten geredet, kam die nächste Frage. Ich wusste wieder die Antwort nicht. Dann hat er mich gefragt, warum ich das nicht weiß. Und so ging das dann eine Stunde und ich bin sozusagen aus dem Prüfungsraum rausgegangen und war komplett zerstört und habe mir gedacht, ich habe das jetzt voll vernagelt. Das ist eine 5. Und dann bin ich reingekommen und habe dann die bestmögliche Note bekommen. Und ich war komplett perplex und habe dann gefragt, warum. Und dann hat er gesagt, naja, es wäre eine Tugend, an den entscheidenden Stellen das Nichtwissen zuzugeben. Weil da nämlich der Lebenssaft der Wissenschaft brodelt, die Fragen und einfach sozusagen Antworten zu geben, die man in jedem Lehrbuch nachlesen könnte. Das könnte jeder, aber sozusagen da zu wissen, wo man ansetzen müsste, um weiterzukommen, das wäre die entscheidende Kunst. Und das hat mich dann tatsächlich lebenslang geprägt. Das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, auch eben jetzt zum Beispiel, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber, im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Energiewende. Da finde ich nämlich, ist es sehr, sehr ausgeprägt, dass man bestimmte Dinge einfach, weil man ein politisches Programm hat,
als gegeben und als gewusst voraussetzt, obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ist. Und wenn man dann als Wissenschaftstheoretiker wie ich sagt, ja, aber an der Stelle, da sind Fragen offen, dann wird das runtergebügelt und dann wird dann gesagt, naja, Sie sind ein Klimaleugner, aber ich bin kein Klimaleugner, sondern ich bin eben einfach nur ein leidenschaftlicher Wissenschaftler und ich möchte, dass man das, was man weiß und das, was man nicht weiß, deutlich voneinander scheidet. Ich möchte wahnsinnig gerne auf diese beiden Punkte zurückkommen. Ich würde aber gern vorweg noch ein, zwei allgemeinere Fragen stellen, beziehungsweise auch eine Ergänzung machen. Ich habe in der vorigen Episode mit Professor Klauninger gesprochen. Da war genau dieses Thema auch der Bescheidenheit. Und ich glaube, er hat auch gesagt, sozusagen eines der wichtigsten Worte, die man eigentlich als Wissenschaftler oder Experte haben muss, weil wir haben darüber diskutiert, wie man eigentlich einen Experten erkennt. Also welche Faustregeln könnte man haben, um einen Experten zu erkennen, nicht? Und wir beide sind wieder zu diesem Punkt gekommen, jemand, der nie sagt, ich weiß es nicht oder I don't know oder ja. oder ich habe mich geirrt. Ja, auch das ist so ein Punkt, nicht? Ja. Für mich kann es keinen Experten geben, der sich nie geirrt hat. Das gibt's nicht. Oder er hat nur irrelevantes Zeug geredet, nicht? Das kann er nicht sein. Und dieses I don't know, ich weiß es nicht, scheint mir so zentral zu sein für jeden Wissenschaftler, aber nicht nur Wissenschaftler, auch Leute, die in der Öffentlichkeit eine Expertise vertreten. Ja. Ja, das müssen wir das auf dem Poster und überall an die Wand nageln. Also mein Lieblingsbeispiel ist von Richard Feynman, der sagt, Leute, die sozusagen behaupten, die Quantenmechanik verstanden zu haben, haben sie nicht verstanden. Ne? Also es gibt keinen Mensch auf der Welt, der das Doppelspaltexperiment versteht. Ne? Das ist fernab von dem, was uns intellektuell zugänglich ist. Und das muss man erstmal akzeptieren. Also man kann sagen, wir können das alles wunderbar berechnen. Also wir können sozusagen den Verlauf beschreiben mittels mathematischer Formeln. Aber in dem begrifflichen Rahmen, der uns zur Verfügung steht, versteht niemand das Doppelspaltexperiment. Ne? Und genauso ist es eben in anderen Wissenschaftsbereichen auch. Und ich habe den höchsten Respekt vor der Art und Weise, wie man komplexe Klimamodelle herstellt. Aber man muss natürlich wissen, was von diesen Modellen ist eigentlich validierbar? Wo kann ich tatsächlich fundierte Vorhersagen machen und an welchen Stellen eben auch nicht? So, das finde ich ist einfach ein Ausdruck wissenschaftlicher Redlichkeit. Und da kämpfe ich für. Und wenn man das unterbindet, dann dreht man eigentlich der Wissenschaft auch den Lebenssaft ab, weil die Wissenschaft lebt von der Kontroverse. Ne? Also die Kontroverse ist ja wie das Autoimmunsystem der Wissenschaft. In dem Moment, wo offene Fragen da sind, müssen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen diskursiv in den Ring steigen, um sich sozusagen auszutauschen und in Rede und Gegenrede versuchen, eine bessere Lösung zu finden. Und in dem Moment, wo ich diesen Prozess glattbügel und sage, ich weiß etwas, von dem ich in Wirklichkeit weiß, dass ich es nicht weiß, ne? In dem Moment nehme ich eigentlich die Wissenschaft, der nehme ich eigentlich ihre Essenz und den Lebenssaft. Das finde ich ganz problematisch und das ist in Deutschland mittlerweile und auch in den angelsächsischen Ländern mittlerweile doch verbreiteter, als man denkt und das finde ich gefährlich. Ja, ich kann das wirklich nur 100% unterstreichen, nicht? Auch wiederum auf zwei Punkte verknüpft, nicht? Auch John Ioannidis hat in dem Gespräch sinngemäß gesagt, wir sollten nicht zu, ich sage es mit meinen Worten, nicht zu überheblich sein in dem, was wir glauben zu wissen in der heutigen Welt. Also es gibt so diese DA wie Physik und wir haben ja fast alles verstanden und so. Ich glaube, wir erkennen immer wieder, wie viele Lücken in unserem Verständnis es gibt und wie viele Dinge wir glauben verstanden zu haben, aber im Endeffekt sich herausstellt, wir haben es doch nicht verstanden, nicht? Und das gepaart mit der Überheblichkeit zu behaupten, Es gab da einen guten Videoclip, den werde ich vielleicht auch verlinken. Ich habe das in anderen Episoden schon besprochen. Während der Covid-Zeit gab es einen Clip, wo der Tony Fauci, der ja in den USA für wesentliche Teile auch der medizinischen Sachen verantwortet wurde, gesagt hat, ja, sozusagen, wer Tony Fauci angreift, greift die Wissenschaft an und er repräsentiert die Wissenschaft, nicht? Und das sind für mich persönlich solche ganz verheerenden Signale, die man die Bevölkerung schickt. Genau. Da ist jetzt die Person, der ist die Wissenschaft. Und wenn man dem widerspricht oder kritisch vielleicht Fragen stellt, dann macht man eine Majestätsbeleidigung. Aber das ist doch eine verheerende Idee, oder wenn man in das komplexen Problemen. So. Ja, das sehe ich auch so. Also gerade bei komplexen Problemen ist es, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass es nur gerade keinen analytisch planbaren Weg gibt. Denn sonst wird das Problem ja reduzibel. Es gibt keinen planbar analytischen Weg, um sich diesem Problem zu stellen und eine Lösung zu finden.
Also da sind eben auch die Problemlösungsmechanismen ja viel, viel komplexer und haben viel mit gezieltem Try and Error zu tun. Ja, das sehe ich genau wie du, Alex. Bevor wir dann zu den konkreten Aspekten Modellierung und Klima und so weiter und Energiewende kommen, vielleicht noch einen prinzipiellen Aspekt, den ich kurz einführen würde, weil er mir sehr wichtig erscheint, auch besonders in diesem ganzen Klima- und Energiethema. Das ist der Begriff der Rückkopplung. In komplexen Systemen gibt es ja auch immer wieder Rückkopplungen. Das heißt, etwas, ein Aspekt einer Komponente wirkt auf eine andere zurück und so weiter. Oder vielleicht das, was die Menschen machen, wirkt das Klima zurück, aber Klima wirkt wieder was anderes zurück und so weiter. Und man hat dann so eine ganze Verkettung von Rückkopplungseffekten. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Das hast du eigentlich schon sehr gut erklärt. Das ist einfach ja dann die Nichtlinearität. Das ist, wenn du dann sozusagen durch die Rückkopplung Kaskadeneffekte hast, die dann sozusagen lawinenartig anwachsen können. Und wenn man die zum Beispiel auch im mathematischen Apparat nicht berücksichtigt, dann ist der mathematische Apparat oder in diesem Fall das mathematische Modell der Realität eben auch nicht angemessen. Das war ja, das habe ich ja auch beschrieben, 2008, jetzt bei der Weltfinanzkrise, hatten wir ja genau dieses Problem, dass sozusagen in den Bewertungsmodellen für die Wertpapiere war eben eine Annahme drin, dass bestimmte Schwankungen eben gleich verteilt sind, also sozusagen mit der gaußschen Normalverteilung beschrieben werden. Aber wenn Menschen agieren, da gibt es eben auch Panikeffekte oder es gibt Gier-Effekte oder es gibt Angsteffekte. Das sind Resonanzeffekte, die sich extrem schnell aufschaukeln und die werden durch diese Form der Mathematik nicht beschrieben. Und deshalb liefert dann das Modell in diesem Zusammenhang falsche Ergebnisse. Das ist mittlerweile ein ganz, ganz brisantes Problem, weil das Modell ist nämlich nicht mehr nur sozusagen Teil der Beschreibungsebene. Also früher hat man ja immer gedacht, okay, wir teilen die Welt in zwei Teile. Wir haben auf der einen Seite den Beobachter mit seinem Beschreibungsapparat und wir haben das, was beobachtet wird. Und dann ist man immer davon ausgegangen, dass diese beiden Sachen nichts miteinander zu tun haben. So, die Quantenmechanik hat gezeigt, dass man Beobachter und zu beschreibendes System eigentlich nicht trennen kann. Aber selbst im Kontext der klassischen Physik, wenn man die Chaostheorie mit dazu zählt, ist es so, dass man diese Unterscheidung zwischen Beobachter und Beschreibung und dem, was beschrieben wird, eigentlich nicht mehr aufrechterhalten kann. Weil der Beobachter wird selbst Teil der Dynamik, die er beobachten möchte. Wenn ich jetzt zurückgehe auf diese Wirtschaftsmodelle, dann sind diese Wirtschaftsmodelle eben nicht mehr nur einfach ein inerter Teil des Beschreibungsraums, sondern weil sie falsche Vorhersagen machen, werden zum Beispiel Wertpapiere oder sind Wertpapiere plötzlich falsch bewertet. Diese Wertpapiere, die Inhaber dieser Wertpapiere werden panisch, die verkaufen die Wertpapiere und dadurch entwickelt sich eine Panikdynamik, die im Grunde genommen durch das Modell, was der Wirklichkeit nicht angemessen ist, induziert wird. Das heißt, das Modell wird selbst zur Wirklichkeit und verändert die Wirklichkeit in einer Art und Weise, die selbst in dem Modell nicht vorhanden ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges und wesentliches Problem. Das nenne ich zusammen mit Professor Rössler Endophysik. Endophysik heißt, dass man die Physik so denken muss, dass der Beobachter immer Teil der zu beschreibenden Wirklichkeit ist. Und das ist ein super spannendes Problem und ich glaube, eine wahnsinnig wichtige Sache zu verstehen, weil ja das Modell nie, also gerade das wirtschaftliche Modell zum Beispiel, ja niemals alles umfassen kann, weil das wirtschaftliche oder Finanzmodell müsste ja, wenn es funktionieren sollte, immer auch die Reaktion aller Menschen und die Reaktion auf die Reaktion und die Reaktion auf die Reaktion, wir sind ja dann im unendlichen Regress, weil es kommt wenn mehr, richtig, genau. Und vor allem, es müsste sich selbst in dieser Dynamik beschreiben. Also das ist tatsächlich so ein Gödel-Escher-Problem. Genau. Und das ist ganz, ganz typisch für eben irreduzible Probleme. Bei reduziblen Problemen haben wir das nicht. Da gibt es diesen klassischen Schnitt zwischen Beobachter und beobachtetem System. Also wenn der Galilei zugeguckt hat, wie die Holzkugel die Rinne runtergerollt ist, dann war das egal, ob der Galilei sich dabei eine Pfeife angezündet hat oder nicht. Das spielt keine Rolle. Wenn ich als Beobachter von einem chaotischen System, aber zum Beispiel neben einem Billardtisch stehe,
wo die Kugeln ohne Reibung laufen, also ein Billard mit Kugeln ohne Reibung, ist ein hamiltonisches, chaotisches System. Dann ab einer bestimmten Stoßzahl spielt es durchaus eine Rolle, was ich neben dem Tisch mache. Ne? Weil die Störungen, die durch mich, durch das gravitative Feld auf das System übertragen werden, werden ab einer bestimmten Stoßzahl irrelevant. Und wenn ich die dann nicht berücksichtige, kann ich das System eigentlich nicht mehr prognostizieren. Also müsste ich mich selbst in der Art und Weise, wie ich handle, untersuchen. Ja, und dann gibt es natürlich Modelle, bevor wir dann zum Klima noch kommen, fallen mir noch zwei Dinge ein. Es gibt natürlich Modelle, wo man sozusagen in erster Näherung den menschlichen Einfluss ausschließt. Also zum Beispiel Wetter ist ein gutes Beispiel für mich, nicht? Wenn ich sage, ich habe eine Wetterprognose, dann kann man in erster Näherung mal sagen, okay, die funktioniert sowieso nur 2-3 Tage, bestenfalls. Genau. Und innerhalb von 2-3 Tagen spielt es jetzt überhaupt keine Rolle, was der Mensch tut, nicht? Also außer jetzt, wir gehen jetzt von mir jetzt nach China und wir blasen irgendwelche Dinge in die Wolken oder sowas. Aber wenn man jetzt diese bewussten Manipulationen weglässt, dann kann man sagen, dann gibt's da kein, dann ist es eine Trennung zwischen Modell und Beobachtung in einem bestimmten ganz abgegrenzten Vorsagezeitraum oder was auch immer, nicht? Das, was ich meine, wenn ich sage, dass bestimmte chaotische Systeme haben bestimmte Signaturen. Also die Signatur eines chaotischen Systems zeigt sich darin, ab welchem Beobachtungszeitraum zum Beispiel kleine Einflüsse nicht mehr vernachlässigt werden dürfen. Also schönste Beispiel, nehmen wir mal 3 unterschiedliche chaotische Systeme, nämlich unser Planetensystem, dann nehmen wir das Wetter und dann nehmen wir ein Gas. So, beim dem Planetensystem, das Planetensystem interessiert überhaupt nicht, was wir beide jetzt hier in unserem Podcast machen, weil das wird noch für Hunderttausende von Jahren ziemlich stabil sein. Und erst in 1 Million Jahre oder noch mehr Jahren könnte es sein, dass es eine chaotische Dynamik entwickelt. Beim Wetter ist es so, dass das, was wir hier tun und wie wir uns bewegen, das ist wahrscheinlich irrelevant für die nächsten 7 Tage, aber für die nächsten 20 Tage vielleicht schon nicht mehr. Und bei einem Gas ist es so, dass kleinste Bewegungen schon im Millisekundenbereich dazu führen, dass das ganze System nicht mehr prognostizierbar ist. Also die chaotischen Systeme haben unterschiedliche Signaturen und reagieren eben unterschiedlich empfindlich auf Störungen durch den Beobachter. Und ein zweiter Aspekt, den du vorher auch mit diesen Wirtschafts- oder Finanzmodellen angesprochen hast, da ist mir ein Gedanke gekommen, weil ich den auch gestern diskutiert habe. Ich habe so eine These, es gibt diesen Witz, ich glaube, ich habe im Podcast eh schon mal erzählt, aber irgendwie, ich beziehe mich auf diesen Witz, also es gibt, also der Betrunkene, sozusagen, ein Betrunkener liegt vor der Bar also am Gehsteig und sucht seinen Schlüssel. Ne? Ja, das ist mein Lieblingswitz. Kennst du den, ja? Ich immer, logisch. Okay, ich erzähle ihn, falls ihn irgendeiner der Zuschauer noch nicht kennt, ja? Und dann kommt also ein anderer Gast heraus und fragt, was er da macht, nicht? Dann sagt er, sucht seinen Schlüssel, dann suchen die beiden gemeinsam den Schlüssel. Und nach einer Viertelstunde sagt der andere Gast, sagen, haben Sie den Schlüssel hier verloren? Da ist er nicht, ja? Sagt er, na, verloren habe ich ihn da drüben, aber da drüben ist kein Licht. Ja, genau. Ja? Und ein blöder alter Witz, aber für mich ist dieser Witz darum so wichtig, weil er für mich eines der charakteristischen Probleme unserer heutigen Zeit anspricht, nämlich, vieles von dem, ich sage, das ist einmal etwas polemisch, was ich an Data Science oder Modellierung wahrnehme, ist nicht getrieben von, ich habe ein Problem, dann der schwierigen Frage, welche Parameter sind überhaupt relevant, um das Problem zu schreiben, welche Daten brauche ich dafür, wie kriege ich die Daten in hoher Qualität, weil das ist wahnsinnig schwierig in vielen Fällen, sondern ich erlebe, jedenfalls mein Eindruck, fast die umgekehrte Form, wo haben wir viele Daten, dann nehmen wir diese vielen Daten, dann machen wir kompliziertes State-of-the-Art Mathematik, Statistik, natürlich im Besten heute noch KI. KI ist immer super, nicht? Da werfen wir viele Daten in KI hinein. Kein Mensch interessiert sich mehr, wie die Datenqualität ist, ob die überhaupt relevant für das Problem. Irgendwas kommt dann am Ende raus. Oder wir machen so an, wie du vor mir hattest erinnert an diesem Finanzbeispiel. Wir wissen eigentlich nicht, wie die Leute reagieren, aber nehmen wir mal eine Normalverteilung an oder sowas, nicht? Oder nehmen einfach mal an. Und plötzlich haben wir aber eine Annahme drin, die eigentlich durch die Realität nicht gerechtfertigt ist. Und Daten, die vielleicht für das Problem gar nicht relevant sind. Das ist also das Suchen im Lichtproblem bezeichnet. Also wie gesagt, das ist auch eins meiner Lieblingsbeispiele. Also ich kenne das jetzt mit dem Betrunkenen, der unter der einzig brennenden Laterne in einer sonst dunklen Großstadt nach. Ja, das habe ich natürlich jetzt vergessen dazu zu sagen mit der Laterne, oder? Ja, genau. Also es gibt eine einzige Laterne, da ist es hell und er sucht nur unter der Laterne und dann kommt jemand und fragt, suchst du da deinen Schlüssel? Und er sagt, ja. Und warum unter der Laterne? Und er sagt, ja, das ist der einzige Platz, wo es hell ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er da findet, ist eben null. Wahrscheinlich liegt er irgendwo in der Großstadt. Das ist genau das,
was ich sagen wollte, als wir eingestiegen sind bei unserem Gespräch, als ich meinte, dass es diesen Optimismus in der Wissenschaft gab, dass sozusagen die Welt berechenbar ist, weil man natürlich sich immer die berechenbaren Probleme rausgesucht hat, weil die ein Erfolgserlebnis garantieren. Und dann hat man im Grunde genommen den Fehler gemacht, zu extrapolieren und zu sagen, weil wir jetzt schon so viele schöne berechenbare Probleme haben, ist die Welt wahrscheinlich berechenbar. Und das ist nicht so. Und dann kommen wir zum zweiten Teil des Gesprächs. Ich nenne das die stoische Landkarte, weil die Stoiker sagen ja, man soll sich um die Probleme kümmern, wo die Anwendung der Vernunft sinnvoll ist und die anderen mit Gelassenheit zur Kenntnis nehmen. Und da ist es dann eben so, dass auf der stoischen Landkarte sind dann sozusagen die Ländereien des Unwissens, die umschließen die kleinen Länder des Wissens. Und der kluge Mensch, über den wir vorhin auch gesprochen haben, der weiß sozusagen diese beiden Gebiete zu scheiden, nämlich zu wissen, wo man was wissen kann und wo man es eben nicht. Und was ist jetzt das Dilemma, um sozusagen die Zuhörer da nicht so sehr auf die Folter zu spannen, was ist jetzt das Dilemma in dem vorangesprochenen Bereich der Klimamodellierung, der Klimaprognosen, dann vielleicht sogar nach der Kombination von Klima- und Wirtschaftsprognosen und dann der Energiewende? Ja, das ist ja wirklich ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Also wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen über mathematische Modelle, dann ist ja die erste und allerwichtigste Frage, ist, was sind eigentlich die wesentlichen Größen, die man messen muss? Also in der Physik spricht man da oft von Zustandsgrößen. Jetzt nehmen wir mal an, ich will Galilei. Ich will sozusagen den freien Fall vermessen und will ein Bewegungsgesetz ableiten. Da stellt sich ja als allererstes die Frage, ja, was muss ich denn eigentlich da messen? Ist das Gewicht wichtig von der Kugel? Ist die Entfernung vom Boden wichtig? Muss ich die Zeit messen? Spielt die Temperatur der Kugel eine Rolle oder nicht? So, und dann kommen die, in der Wissenschaftstheorie spricht man von den begründeten Vorannahmen. Und das ist der subjektive Teil einer sich objektiv gebenden Wissenschaft. Dann kommen die subjektiven die Vorannahmen, die man für einigermaßen gut begründet hält. Und dann sagt man, aha, die Temperatur der Kugel wird wahrscheinlich keine Rolle spielen, deshalb messe ich sie nicht. Wie wir wissen, ist die Masse schon viel diffiziler. Lange hat man gedacht, dass die Masse für den freien Fall eine wichtige Rolle spielt, bis Einstein eben kam und dann gezeigt hat, dass es nicht der Fall ist. Und dann irgendwann merkt man, naja, also was muss ich wissen, wenn ich eine schiebe? Also der Galilei hat ja keine Kugeln vom schiefen Turm von Pisa runtergeschmissen, sondern der hatte eine schiefe Ebene. Da muss man dann Längen messen, da muss man Winkel messen, da muss man Zeiten messen. So, dann hat man sozusagen die Zustandsgrößen. Dann kommt das nächste Problem. Dann braucht man Messinstrumente, die in der Lage sind, diese Zustandsgrößen auch zu messen. Und da hatte der Galilei ja ein wahnsinniges Problem, weil zu der Zeit, als er gelebt hat, gab es ja keine vernünftigen Uhren. Und der Galilei war komplett verzweifelt. Also der hat dann seine Kugeln auf der schiefen Rinne losgelassen, hat dann ein Kinderlied gesungen und hat dann immer geguckt, bei welchem Wort der Melodie die Kugel unten ist. Das hat natürlich nicht funktioniert. Dann hat er probiert, seinen Herzschlag als Uhr zu verwenden. Der war zu unregelmäßig. Und dann gibt's ja diese Pharma, dass es dann irgendwann ein Erdbeben gab und der Kronleuchter hat angefangen zu schwingen. Und dann ist dem Galilei aufgefallen, dass sozusagen die Frequenz, mit der der Kronleuchter schwang, dass die gleichbleibend war. Und dann hat er ja angeblich ein Pendel benutzt, um zu messen. Und dann hatte er eine Uhr, die hinreichend genau war, neben den Maßbändern und sozusagen dem Winkelgerät. Und dann konnte er seine Messgrößen vermessen, hatte dann eine Punktwolke von Messwerten und hat dann angefangen, sozusagen mathematische Funktionen zu finden, zu suchen, die diese Punktwolken abgebildet haben. Also man sieht, selbst in so einem super einfachen Fall, wie der Messung einer Kugel, die eine schiefe Ebene runterläuft, ist das wissenschaftstheoretisch schon ein relativ komplexer Prozess. So, und wenn wir das jetzt auf das Klima übertragen. Warte, entschuldige, ganz kurz, da darf ich noch ganz kurz hier eine Anmerkung machen, weil mir das gerade dazu passt. Das ist nämlich, was du sagst, finde ich auch darum wahnsinnig spannend, weil es mit einem beliebten Missverständnis aufräumt, wie Wissenschaft funktioniert, auf die auch schon Popper in den 70er-Jahren hingewiesen hat, nämlich die naive Idee der Wissenschaft ist, ich beobachte irgendwas und dann abstrahiere ich von der Beobachtung. Also ich sammle Daten und dann abstrahiere ich von den Daten. Aber Popper sagt sozusagen immer, Theorie ist vor der Empirie. Popper bringt das Beispiel,
niemand geht in die British Library oder irgendwas und vermisst die Größe von Büchern oder irgendwas. Warum sollte ich das tun? Ja? Sondern, dass ich etwas messe. Es gibt ja im Prinzip unendlich viele Möglichkeiten, die ich messen kann und unendlich viele Experimente, die ich machen kann. Und es ist ja nicht so, dass wir einfach mal alles messen, schauen, was rauskommt. Und du hast da richtig gesagt, es gibt eine begründete Annahme. Ja. Und das heißt, ich habe eigentlich schon eine Theorie. Zumindest eine Hypothese. Du hast ja eine Hypothese. Genau, ja, da machst du sozusagen die begründeten Vorannahmen, was die maßgeblichen Zustandsgrößen angeht. Dann machst du die Messung, dann kriegst du die Punktwolke von Messwerten. Genau. Und dann wird es auch kompliziert. Das ist ja eine endliche Zahl von Messwerten. Ja. Und man weiß dann, dass es in der Mathematik eigentlich unendlich viele Funktionen gibt, die in der Lage wären, diese Messwerte zu reproduzieren. Das heißt, auch da gibt es dann den nächsten Part, wo Intuition gefragt ist, ist dann eben zu sehen, aha, das ist wahrscheinlich eine Exponentialfunktion oder das ist eine quadratische Funktion. Dann probiere ich das mal damit aus und dann nehme ich dann Parameter und dann mache ich eine richtige Wichtung und so weiter und so fort. Also es ist eine Messung zwischen Intuition und einem objektiven Ansatz. So, an all diesen Stellen kann ich mich natürlich irren. Natürlich. Es passiert ja auch oft genug. Genau. Also das schönste Beispiel ist ja, wenn man sich das Verhalten, also das dichte Verhalten von Wasser anguckt. Also Wasser geht, sagen wir mal, nur im Bereich von 0 bis 100 Grad. Man hat ja normalerweise in der Physik gibt's ja eine sehr einfache mathematische Beschreibung, wie sich zum Beispiel das Volumen eines Körpers mit der Temperatur ändert. Die werden ja im Allgemeinen größer, aber beim Wasser haben wir ja eine Anomalie. Ne? Und bei 4 Grad wird es auf einmal geringer und dann wird es wieder größer. Also wenn ich zum Beispiel beim Wasser die Kurve von 0 bis 3 Grad extrapolieren würde, dann würde ich einen riesigen Fehler machen. Dann würde ich sozusagen der Natur des Wassers nicht gerecht werden. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Klimamodell. Jetzt wird es natürlich wahnsinnig kompliziert. Was spielt da eigentlich alles eine Rolle? So, wir wissen natürlich, es gibt Energiebilanzen, es gibt Strahlungsflüsse, es gibt Wärmeflüsse, es gibt Konvektion, man muss Temperaturen messen, man muss Luftdrücke messen, man muss Feuchtigkeit messen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch viele Fragen, wo wird auf der Welt eigentlich was wie absorbiert? Wie absorbiert sozusagen der Wald, was strahlt er ab? Wie absorbieren Wolken, was reflektieren Wolken? Wie verändert sich das Albedo und so weiter und so fort? Und dann kommt der nächste Punkt dazu, den du vorhin schon angesprochen hast. Zwischen all diesen verschiedenen Größen gibt es Rückkopplungseffekte. Das heißt, das erste ist, die Frage, habe ich eigentlich sozusagen das Portfolio meiner Zustandsgrößen richtig gewählt oder habe ich irgendeine vergessen? Wenn man eine vergessen hat, weil es chaotische Systeme sind, hat das eine ganz, ganz große Wirkung und kann dazu führen, dass das Modell nicht angemessen ist. Und dann muss man wissen, wie man das parametrisiert. Also man stellt die Zustandsgrößen ja in eine Beziehung zueinander und geht von Wirkungsbeziehungen aus und diese Wirkungsbeziehung muss man parametrisieren. Da kann man dann auch Fehler machen. Dann sind das kontinuierliche Differentialgleichungen, die müssen dann diskretisiert werden, damit ich sie auf dem Computer ausrechnen kann. Da kann dann sozusagen der nächste Rundungsfehler passieren. Dann die Art und Weise, wie im Computer gerundet wird, spielt übrigens auch eine Rolle. Das ist ein unglaublich komplexes und schwieriges Problem und an allen Ecken und Enden gibt es Möglichkeiten, kleine Fehler zu machen. Und das muss man wissen. Und da ist es eben wichtig, wieder die Inseln des Wissens von den Inseln des Nichtwissens zu unterscheiden. Dann haben wir natürlich noch die Reaktion darauf, nicht? In der Energiewende ist für mich auch ein schönes Beispiel dafür, wo natürlich auch mit Annahmen operiert wird und die Annahmen ja aber auch häufig von also eben der Komplexität der Welt nicht gerecht werden. Darf ich da ein Beispiel bringen, weil ich da gerade auch vorgestern eine Diskussion hatte, die für mich so ganz typisch war für diesen Problemfeld. Jemand schreibt da in einem sozialen Netzwerk über die deutsche Energiewende. Ich weiß nicht genau, was sein Argument war, aber im Prinzip war der Hintergrund der, dass er gemeint hat, wir haben ja, die Erfindungen sind ja da, wir wissen ja, wie Solar und Wind oder Windräder funktionieren und so. Und man hat das quasi alles nur falsch umgesetzt, nicht? Und dann habe ich den Punkt gemacht, das ist für mich der zentrale Irrtum, der bis heute nicht verstanden wird in der deutschen Energiewende. Man hat nichts gewusst. Man hat geglaubt, die Erfindung ist die Solarzelle und das Windrad und dann vielleicht noch die Extrapolation, dass sich die Effizienz steigern wird und die Kosten runtergehen oder irgendwas. Aber schon da haben wir große Unsicherheiten, weil natürlich die ökonomischen Modelle, wie sich die Economy of Scale und so weiter bei der Produktion entwickelt, schon Fragezeichen hat. Aber lassen wir das mal beiseite. Der Kernpunkt, der nicht verstanden wurde, das habe ich mit Herbert Saurock in anderen Episoden diskutiert,
ist ja, dass ein Energiesystem, das von wenigen zentralen Energieversorgern, also Kohle, Gas oder was auch immer, Kernkraft, abgelöst werden soll, auf ein komplett dezentralisiertes, oder nicht dezentralisiertes, aber komplett verteiltes System, ja. Da ist ja die Erfindung, ist ja gerade das System in der Interaktion. Das ist ja nicht jetzt, ich habe da quasi den einen Teil und den anderen Teil. Die Frage ist ja gerade, ist es überhaupt möglich, das in dem System zu bauen? Das hat ja vorher noch niemand gemacht. Doch, und daher ist ja gerade für mich die Aussage, wir haben die Erfindung schon. Nein, wir haben die Erfindung überhaupt nicht. Das war mein Argument hier. Ja. Ja, und vor allen Dingen haben wir auch überhaupt keine Vorstellung von den ökonomischen Dimensionen. Und da kommen wir ja im Grunde genommen an den Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist bei der Energiewende. Ein ganz wesentlicher Punkt wird ja überhaupt nicht diskutiert, nämlich sozusagen die Frage der Effektivität. Mhm. Also es geht ja darum, also eine Sache wissen wir ganz sicher, nämlich die finanziellen Mittel, die Kapitalmittel, die wir haben, sind endlich. Und es muss ja dann, wenn es tatsächlich so ist, dass sozusagen der Klimawandel das zentrale Problem ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, was ja auch erstmal eine Hypothese ist. Es kann ja sein, dass es andere Probleme gibt, die genauso wichtig sind. Dann ist ja die alles entscheidende Frage, wie müssen wir, wenn wir nur endlich viel Geld haben, das Geld so einsetzen, dass es den größtmöglichen ökologischen Hebel entwickelt. Und diese Frage, die wird in Deutschland noch nicht mal ansatzweise diskutiert. Die wird weder von den Wissenschaftlern diskutiert, noch von den Politikern. Die wird von einigen Ökonomen diskutiert. Und der Einzige, der dieses Problem nach meinem Empfinden wirklich auf dem Schirm hat, ist der Professor Radermacher aus Ulm, der seit Ewigkeiten sagt, liebe Leute, die Klimawende ist ein globales Problem, ne? Und das, was in Zukunft relevant sein wird in 30 Jahren, das wird sozusagen in Indien und in Nigeria stattfinden. Und da müssen wir uns überlegen, was wir tun, weil bei dem Bevölkerungswachstum in diesen Ländern werden da in näherer Zukunft 20.000 Kohlekraftwerke gebaut werden müssen. So. Und wir in so einer Art narzisstischen Nabelschau, wir beschäftigen uns hier in Deutschland nur damit, was hier in Deutschland ist und ob wir es in der Lage sind, jetzt sozusagen Wind- und Solarmodule so aufzubauen, dass es funktioniert. Selbst bei uns funktioniert es nicht besonders gut oder eigentlich fast überhaupt nicht, weil wir auch das Problem des Speichers noch gar nicht richtig durchdacht haben. Wir haben die Probleme der Netze noch nicht richtig durchdacht. Und unterm Strich haben wir im Grunde genommen die Komplexität des Klimawandels in Verbindung mit der Energiewende noch gar nicht richtig hinterfragt. Das ist genau mein Punkt. Vielleicht nur eine Seitenbemerkung noch. Es gibt noch einen anderen Ökonomen, von dem ich glaube, dass er das seit mindestens 15 Jahren sehr richtig analysiert, das ist der Professor Sinn. Und vielleicht nur als Hinweis, den habe ich denn, ich sage das nur darum, weil ich ja ihn auch im Podcast schon hatte. Also ja. Ich werde es auch verlinken. Und der hat also viele dieser Dinge auch. Der war seiner Zeit da sehr weit voraus. Ich habe sein Buch damals auch gelesen. Ich finde das sehr, sehr gut. Aber jetzt sagen wir mal, der Professor Radermacher unterscheidet sich vielleicht noch ein bisschen mehr vom Professor Sinn, weil er tatsächlich sagt, wir müssen auf diese sogenannten Challenge-Staaten gucken. Ja. Also es ist ja auch so, wenn wir jetzt sozusagen die Frage stellen, wo wird eigentlich am meisten CO2 verursacht, dann sind es ja China und die USA. Das sind aber souveräne Staaten, denen kann man jetzt nicht einfach vorschreiben, was sie zu tun haben, sondern man muss sich auch überlegen, wo sind die großen Emittenten und wo gäbe es die Möglichkeit, mit dem Einsatz von Kapital etwas zu bewirken. Und diese Frage, die wird von Professor Radermacher und seinen Mitarbeitern bei Global Energy Solution angegangen. Und ich finde diese Arbeit, die machen, die finde ich ziemlich maßgeblich. Also das lohnt sich wirklich, sich damit zu beschäftigen. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Ich werde das auch in den Shownotes noch verlinken, damit dann die Zuhörer da auch einen Blick noch drauf werfen können. Oder vielleicht den Professor Radermacher einfach mal interviewen. Das ist ein sehr eloquenter Mann. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee, wenn ich... Da kann ich gerne Kontakt herstellen. Das wäre super gut. Das würde mich sehr, sehr freuen, ja. Ja. Vielleicht noch ein... irgendwie, es kommen so Bezüge zu alten Episoden her. Ich habe vor ungefähr 3 Jahren mit der Anna Vera Wendland ein Gespräch gemacht, die ja sehr stark im Bereich auch sehr, sehr viel weiß im Bereich auch der Kernkraft. Und ich möchte sagen, meine Prognose von damals, glaube ich, hat sich bewahrheitet. Ich habe gesagt, ich glaube, dass Deutschland der Welt einen großen Dienst erweist. Nicht sich selbst, aber der Welt, ja, weil die Energiewende, die Energiewende, die Deutschland macht, ist so ein Versagen, dass kein anderer Staat, der irgendwie seine Sinne besammen hat, das macht, was Deutschland machen wird. Ja. Und ich glaube, das erleben wir auch überall weltweit, Indien, China,
Kein Mensch würde das nachmachen, was die Deutschen machen. Nein, nein. Und insofern ist es ganz schlecht für Deutschland, leider, ja, aber ja. Es ist nicht unbedingt schlecht für die Welt, weil ich glaube, das ist ein schöner Trost. Ja, nicht für die Deutschen, nicht für die Europäer, leider. Wobei auch in Europa gibt es ja mittlerweile kaum einen Staat, der das macht, was Deutschland nachvollzieht. Die Italiener scheinen jetzt der Kernkraft zu überdenken und wollen übrigens offenbar Kernkrafttechnologie exportieren aus Europa. Etwas, was Deutschland hätte machen können seit 20 Jahren. Ja, wir waren ja mal weltführend in dem Gebiet. So ist es, ja. Und das ist nämlich genau der Punkt, das ist auch immer mein Punkt gewesen. Nicht, wenn ich ein globales Problem habe, hat es doch keinen Sinn, sich auf ein Mikroproblem zu Hause zu beziehen, richtig, sondern ich muss mir die Frage stellen, was hat einen Hebel global? So ist es, genau. Ich nenne das die intellektuellen Insulaner. Ja, also wir leben hier sozusagen auf unserer Deutschland 2% Insel und sind der Meinung, dass sozusagen am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, wenn man das so sieht als Experimentallabor, das hat was Tröstliches, natürlich für mich als Deutschen leidig. Und es ist ja tatsächlich so, also ich beschäftige mich jetzt mit der Energiewende seit 6 oder 7 Jahren, aber nur wegen meiner Kinder. Ich habe also immer angefangen am Wochenende, wenn ich Zeit hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil eigentlich intellektuell arbeite ich mit ganz anderen Problemen. Aber es hat mich so gefuchst, dass die Herangehensweise an die Energiewende in meinen Augen so dilettantisch ist, dass ich mir gedacht habe, ich muss mich da einarbeiten, muss auch irgendwie Stimme werden und was dazu zu sagen, weil die Entwicklung in Deutschland tatsächlich nicht gut ist. Ja, da sind wir einer Meinung. Kehren wir zurück zur Komplexität, auch vielleicht, weil das Thema Komplexität ist ja schwierig auch zu greifen. Du hast in deinem Buch auch noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen drinnen. Vielleicht können wir noch auf das eine oder andere Beispiel gehen, einfach auch um den Zuhörern noch ein bisschen auch greifbarer zu machen. Ich kann ja sagen, wie ich das Buch aufgebaut habe. Ja, warum nicht? Also warum ich das gemacht habe. Also wir haben ja vorhin schon über Reduzibilität und Irreduzibilität gesprochen. Die reduziblen Systeme sind die, die wir lieben, weil die sind sozusagen prognostizierbar. Die irreduziblen, vor denen hat man normalerweise Angst. Woher kommt sozusagen diese Unfähigkeit, irreduzible Systeme zu prognostizieren? Das ist eine Asymmetrie zwischen den Daten, die man wissen müsste, und den Daten, der Fülle der Daten, die man in der Lage ist zu verarbeiten. Also die Beschränktheit zum Beispiel von Gehirn und Computern im Vergleich zu der Komplexität des Problems führt dazu, dass es immer eine Asymmetrie gibt und dass sich deshalb dieses System, auch wenn es, sagen wir mal, von der Mechanik deterministisch ist, sich wie indeterministisch verhält. Also konkret, ich will das Wetter vorhersagen, es sind aber beim Wetter so wahnsinnig viele Einflussgrößen, die eine Rolle spielen, dass nach 10 Tagen kann ich eigentlich nichts mehr sagen, weil die Fülle der Daten, die ich verarbeiten müsste, sprengt alle Verarbeitungskapazitäten der Hochleistungscomputer, die wir haben. So, und diese Dynamik, also diese Asymmetrie zwischen der Fülle der Daten, die man wissen müsste, und der Beschränktheit der Möglichkeit, diese zu verarbeiten, das habe ich Komplexitätsfalle genannt. Mhm. Und bei diesen Komplexitätsfallen unterscheide ich 2 Arten, die natürlichen Komplexitätsfallen und die künstlichen Komplexitätsfallen. Die natürlichen Komplexitätsfallen, das sind sozusagen die Schreckensgesichter, die die Menschheit seit 100.000 Jahren kennt. Erdbeben sind nicht prognostizierbar, Vulkanausbrüche sind nicht prognostizierbar, Seuchen sind nicht prognostizierbar, Wetteranomalien sind nicht prognostizierbar, das Klima ist nicht prognostizierbar. Das sind die natürlichen Komplexitätsfallen. Und weil die nicht prognostizierbar sind, haben die was Erratisches, und weil sie erratisch sind, haben wir Angst davor, mit Recht. So, und dann ist jetzt was Neues dazugekommen, und das sind die künstlichen Komplexitätsfallen. Und die kommen dadurch zustande, dass wir jetzt mittlerweile eine weltumspannende Technologie kreiert haben, die, obwohl wir sie gemacht haben, auch so komplex ist, dass wir sie in großen Teilen nicht mehr prognostizieren können. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die globalen Lieferketten angucke oder den globalen Wertpapierhandel, dann ist das von der Komplexität, dass es ein Außenstehender eigentlich gar nicht mehr verstehen kann. Natürlich, die schönste natürliche Komplexitätsfalle ist das Internet selbst, in dem wir dann ja agieren. So, und da ist es dann so, dass in dieser künstlichen Komplexitätsfalle können Dynamiken entstehen, die sind im Grunde genommen, ich nenne das autoinflammatorisch, also es können im Internet Dynamiken entstehen, wo Resonanzeffekte zustande kommen, über die wir schon gesprochen haben. Und das System fängt plötzlich an zu vibrieren und zu schwingen. Und es passiert etwas,
was wir eigentlich nicht wollten und was eine große Konsequenz für uns hat. Beispiel eben Weltfinanzkrise, LTCM, sozusagen der Zusammenbruch von diesem Geniefonds und so weiter und so fort. So, das ist die eine Seite der künstlichen Komplexitätsfallen, wenn wir selbst Teil dieses Systems sind und das System eine Dynamik entwickelt, die wir selbst nicht zu prognostizieren in der Lage sind. Das sind noch emergente Effekte, oder? Das sind noch die Dinge, die emergente Effekte bezeichnen. Genau. Jetzt wird es aber noch komplizierter, weil die natürlichen Komplexitätsfallen und die künstlichen können natürlich interagieren. Also es kann eben passieren, dass es einen großen Vulkanausbruch gibt, den ich nicht prognostizieren kann. Der Vulkanausbruch verändert das Klima. Das Klima wirkt auf die Menschen, die sozusagen in dieser Welt leben und dann gibt's eine Rückwirkung, die ich in dem Fall auch nicht prognostizieren kann. Oder was noch schlimmer ist, dass durch eine natürliche Komplexitätsfalle ein Vulkanausbruch zum Beispiel diese komplexe Infrastruktur, die ich brauche für das Internet, Schaden nimmt. Also dass dann zum Beispiel die Kommunikation nicht mehr funktioniert, die globalen Lieferketten nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Und das nenne ich hybride Komplexitätsfallen oder Komplexitätsmonster. So, und das ist ein Problem, was wir nicht auf dem Schirm haben, über das wir aber unbedingt nachdenken müssen. Und dann sind wir jetzt leider schon wieder bei der Energiewende. Ich habe mich jetzt die letzten Wochen, habe ich mich sehr intensiv mit Klimageschichte auseinandergesetzt, der letzten 1000 Jahre. Wann sind bestimmte Vulkane ausgebrochen? Was hatte das für klimatische Konsequenzen? Was ist da passiert? Und da kann man dann sozusagen sich die Stimmen von Zeitzeugen anhören. Also 535 bekannter Geschichtsschreiber gesagt, dass es seit einem Jahr so dunkel ist, dass man nach dem Ausbruch, wahrscheinlich war es der Ilopango in Mittelamerika, danach kam ja die spätantike kleine Eiszeit. Es war so dunkel, dass die Sonne wie ein bleicher Mond am Himmel stand. So, jetzt stelle ich die Frage, und sind wir dann wieder bei Deutschland, was passiert denn dann eigentlich, wenn ich dann meine Energie nur noch mit Wind und Sonne herstelle? Hat das irgendjemand auf dem Schirm? Also und vor allen Dingen, wenn ich dann sozusagen noch einen Schritt weiter denke und sage, naja, okay, Wind und Sonne müssen eigentlich immer einen Überschuss generieren, damit ich meine hypothetischen Wasserstoffspeicher füllen kann. Was passiert, wenn auf einmal ein Jahr, so wie es häufiger beschrieben wurde, es nebelverhangen ist und fast nachtdunkel oder dämmerungsdunkel, sind wir dann überhaupt noch in der Lage, unsere Energieversorgung sicherzustellen? Denkt über dieses Problem überhaupt jemand nach? Und dann kann man jetzt gucken, und dann bin ich am Ende, wie häufig solche Sachen eigentlich vorgekommen sind. Und da ist es so, dass die Paläovulkanologie hat da enorme Fortschritte gemacht. Diese Ereignisse kommen öfter vor, als man denkt. Wir leben nur gerade in einer relativ ruhigen Phase. Und so ein Ausbruch eines Supervulkans wie des Tambora, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert in den nächsten 30 Jahren, liegt bei 6%. 6% ist doppelt so hoch, wie die Wahrscheinlichkeit, in 2 Sechsen zu würfeln. Das ist ein reales Risiko. Und wir müssen über dieses Risiko unbedingt nachdenken, um gewappnet zu sein. Und das zu vernachlässigen, halte ich für sträflich. Super interessant. Ich möchte noch vielleicht 2 Dinge ergänzen oder nachfragen. Das eine ist, diese Bedrohungen halte ich für wesentlichen bedenkenswert, aber es ist sozusagen ja bei der Energiewende und der Rechtfertigung der Energiewende ja für mich ja noch absurder, weil wenn ich die Ansicht vertrete, wie ja viele dieser Aktivisten vertrete, dass wir quasi vor katastrophalen Klimawandel stehen, das kann man jetzt für richtig halten oder nicht für richtig halten, aber nehmen wir mal erst für die Diskussion an, das wäre jetzt meine Meinung und meine Rechtfertigung, dass wir quasi vor katastrophalen, die Leute glauben ja, die Welt geht unter, nicht? So, jetzt nehmen wir an, das ist die Basis meiner Überlegung, dass wir vor katastrophalen Klimaveränderungen stehen. Und dann ist meine Lösung ein Energiesystem, das von Wetter abhängig ist, das von Sonne und Wind abhängig ist, zu einem Moment, wo ich gerade im vorigen Satz gesagt habe, dass wir vor katastrophalen Veränderungen stehen. Das ist ja nicht einmal in sich logisch. Naja, ich meine, da sind wir jetzt ja wieder bei der Geschichte mit dem Betrunkenen, der unter der Laterne seinen Schlüssel sucht. Also wir haben uns ja mittlerweile so versteift, das ist ja fast ein monokausales Modell, dass wir sagen, naja, also wenn wir in der Lage sind, um das CO2 runterzubringen, dann leben wir wieder in der besten aller Welten und alles in Ordnung. So, und das ist eine katastrophale Reduktion der Komplexität des Problems.
Weil wir nämlich die natürliche Klimavariabilität gar nicht betrachten. Die natürliche Klimavariabilität hat eben genauso, die hat eben auch zwei Komponenten. Also das Wetter ist ein intermittentes System, also es gibt periodische Zyklen, die mit chaotischen Zyklen überlagert sind. Und es hat einfach eine inhärente Schwankung, das weiß man ja auch aus den Gletscherbohrkernen. Es gibt, also die Temperatur fällt in krasser Weise oder sie steigt und man weiß nicht ganz genau warum. Und das braucht eigentlich gar keinen äußeren Auslöser. Also die Klimaanomalie von 1431 ist sehr ausgiebig untersucht worden vom Oeschger-Zentrum in Bern. Und man hat festgestellt, da gab es keinen Vulkanausbruch oder keinen externen Stimulus, der dazu geführt hat, dass es in Europa so kalt geworden ist, dass die Lagune in Venedig komplett zugefroren war. Man konnte mit dem Schlitten drüber fahren. Alle Flüsse waren gefroren. Übrigens auch eine Sache, über die man nachdenken muss, wenn man Atomkraftwerke baut. Also Monokulturen in der Energieversorgung sind immer gefährlich, egal ob nun die Flüsse sozusagen austrocknen, weil es zu heiß ist oder sie zufrieren bis zum Grund. Das ist eine Frage, über die Frankreich auch nachdenken muss. Man muss auf verschiedenen Beinen stehen. Aber diese Schwankung, die war sozusagen inhärent, weil das Wetter oder das Klima ein intermittentes System mit chaotischem Charakter ist. Und dann hat man natürlich noch sozusagen die externen Stimuli auf das System, wie Schwankungen der Sonneneinstrahlung, geomagnetische Stürme, aber eben vor allen Dingen auch Vulkanausbrüche. Und die Vulkanausbrüche haben einen großen Einfluss auf das Klima. Man spricht ja vom vulkanischen Winter. Und über diese Sachen müssen wir nachdenken. Wir können nicht einfach nur sagen, naja, in dem Moment, wo wir sozusagen das CO2 runterbringen, ist die Welt wieder in Ordnung. Gaia ist im Gleichgewicht und alles wird sich wie Märchen zum Guten wenden. Das ist zu einfach gedacht. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast über die natürliche Variabilität, das ist genau auch das, was einer der Punkte, den Judith Curry, die ich auch in meiner Podcast schon hatte, betont. Und ein zweiter Aspekt, weil ich gerade auch mein Buch fertig schreibe und da habe ich in einem Teil habe ich drin sozusagen auch die Frage nach existenziellen Risiken. Und weil auch einer meiner Sorgen ist auch das, was Neil Ferguson immer wieder sagt, ist, dass wir so tun, als wäre der Klimawandel das Risiko unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Und wenn wir das gelöst haben, ist wieder alles Schlaraffenland. Ja. Und nur um das zu demonstrieren, komme ich auf 10 bis 15 potenziell existenzielle Risiken. Richtig. Und mein Argument ist es gar nicht so sehr, dass ich sage, welches ist wichtiger als das andere, sondern vielmehr, wir sollten besser keines dieser Risiken übersehen. So ist weil es. Wenn wir uns nur auf eines fokussieren und vielleicht sogar im schlimmsten Fall durch die Fokussierung auf das eine andere schlimmer machen. Das ist es. Zum Beispiel geopolitische Risiken. Wer redet denn heute noch vom Atomkrieg? Wir haben kein Problem, Kriege mit Russland zu führen, aber kein Mensch spricht über das Risiko des Atomkriegs, das definitiv existenziell wäre. Ja. Und ein anderes Risiko, was ich kurz erwähnen möchte, weil du das, glaube ich, auch in deinem Buch hast, ist das Carrington-Event. Das kennt kein Mensch. Nein. Kannst du dazu vielleicht ein, zwei Worte sagen, weil das auch gerade, du hast vor das Internet und die ganzen digitalen Dinge angesprochen. Kannst du Beispiel zu bringen? Ja, das Carrington-Event wäre natürlich der größt anzunehmende Unfall. Das ist ja im Grunde genommen, werden die Konsequenzen eines gewaltigen Sonnensturms. Da kommen mir dann ja im Grunde genommen ionisierte Teilchen, also riesige Ströme ionisierter Teilchen schießen von der Sonne Richtung Erde. Und man weiß natürlich, dass sozusagen bewegte Ladungen induzieren eben Felder. Und das kann dann dazu führen, dass in Leitern, die wir ja überall haben, also Stromleitern, entstehen dann sozusagen Induktionsströme. Und die können natürlich so stark sein, dass dann die Anlagen kaputt gehen. Also es wird darüber gemutmaßt, dass wenn so ein Carrington-Ereignis, ich glaube 1859 war das, wenn das heute passieren würden, dann könnten die Transformatorstationen kaputt gehen, da könnten die Hochspannungsleitungen kaputt gehen. Damals gab es fast keine elektrischen Leitungen, aber in den Telegrafenstuben haben im Grunde genommen sind die Transformatoren und Spulen durchgeschmort, die Papiere haben angefangen zu brennen. Wenn das passieren würde, das wäre sozusagen das für mich schlimmstmögliche Ereignis, was vorstellbar ist, weil es könnte dann Monate oder im schlimmsten Fall auch Jahre dauern, diese Infrastruktur wiederherzustellen. Und da sind wir dann beim Thema von Herbert Sauruck. Wie sollen wir mit so einer Situation klarkommen? Das ist ja sozusagen dann ein super Blackout, wenn wir dann auch vor allen Dingen nur noch Maschinen verwenden könnten, die mit Strom betrieben werden.
die also wahrscheinlich auch Schaden erlitten haben, dann haben wir ein ganz, ganz, ganz gewaltiges Problem. Es gibt einige wenige Leute, die davor warnen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich ernst genommen wird. Und es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Also sagen wir mal, wenn man die Erde in Relation zur Sonne sieht, dann ist es ungefähr so, als wenn man einen Stecknadelkopf, also wenn wir uns jetzt irgendwo hinstellen und dann in 10 Meter Entfernung hat man sozusagen ein kleines Rund, das so groß ist wie ein Stecknadelkopf, dann hat man ungefähr eine Vorstellung davon, wie die Größenverhältnisse von Sonne und Erde sind. Und der Winkelbereich ist natürlich extrem klein, aber diese Protuberanzen passieren immer wieder. Und irgendwann, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit, wird uns so ein Sonnensturm wieder treffen. Die Frage ist, ob das nun in 30 Jahren ist, in 300 Jahren oder in 3000 Jahren. Das weiß kein Mensch. Aber ich glaube, es ist gefährlich, solche Probleme nicht auf dem Schirm zu haben. Das ist für mich auch die Botschaft, die ich immer wieder mitnehme und versuche zu vermitteln, ist, dieser Fokus auf isolierte Themen halte ich für brandgefährlich. Ja. Und ganz schwierig ist es auch immer, in binären Dinge zu denken, nicht? Also Thomas Sowell sagt, es gibt keine Lösung, sondern nur, ich übersetze ins Deutsche, es gibt keine Lösung, sondern nur Dilemmata. Also immer, wenn ich etwas mache, dann mache ich sehr wahrscheinlich auch etwas anderes schlechter oder ich Richtig. erzeuge Das sind Nebeneffekte. eigentlich Opportunitätskosten, ja. Exakt, genau, ich habe immer sowas, nicht? Und nur um ein Beispiel zu bringen, nicht? Zum Beispiel, dass wir heute in der Stadt leben. Wenn man sich die Anzahl der Personen ansieht, die in der Stadt leben, ist das so fast exponentiell nach oben gegangen. Und vor einigen Jahren hat die Zahl der Menschen, die in Städten leben, die 50%-Grenze überschritten und es werden mehr. Und es gibt es durchaus, das auch von Physikern gemachte, gute Argument, dass das Leben in der Stadt an sich viel ökologischer ist als das Leben am Land, weil es ja dichter ist, weil auch die Innovationsrate höher ist und so weiter. Das ist alles richtig und ich unterstütze das auch. Aber natürlich aus der Resilienzbetrachtung heraus, wenn ich eine Stadt habe, die 5, 10, 15, vielleicht sogar wie dieser Bereich in Tokio mittlerweile vielleicht 20, 30, 40 Millionen Menschen hat, dann ist das Überleben der Menschen in der Stadt mit einem kleinen Gärtchen am Balkon nicht gewährleistet, sondern ich muss Nein. unglaubliche Lieferketten, Energiesysteme, all das muss einfach So ist wirklich es. 24/7 funktionieren. Sonst sprechen wir nicht davon, dass mein Föhn nicht mehr funktioniert, sondern wir sprechen von einem Ausnahmezustand, der 100 Millionen Menschen das Leben kostet. Ja, das ist wirklich wahr. Also ich bin jemand, der viel und gerne in der Natur ist und ich wandere viel. Und wenn ich dann sozusagen an den Bauernhäusern vorbeilaufe und ich gucke mir dann an, wie die ihr Holz gelagert haben, also die kommen locker durch den Winter, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Und die haben im Grunde genommen einen Keller, da liegen die Kartoffeln drin und die Äpfel und so weiter und so fort. Also wenn zu sowas käme, wie so einem Carrington-Ereignis oder wenn bei uns tatsächlich mal irgendwie das Licht ausgehen sollte, dann braucht man sich um die Leute auf dem Land keine so großen Gedanken zu machen wie um die Leute in der Stadt. Also die Stadt ist darauf nicht vorbereitet. Also wenn dann allein die Kühlketten schon nicht mehr funktionieren, also wenn sich die Lebensmittel nicht mehr haltbar machen lassen, weil die Kühlhäuser nicht mehr funktionieren, weil es keinen Strom mehr gibt und so. Das sind Sachen, da muss man wirklich drüber nachdenken, das ist wichtig. Um vielleicht sozusagen zum Abschluss zu kommen, vielleicht ein bisschen ein Wrap-up oder auch ein Blick von dir in die Zukunft. Ich möchte eine Sache vielleicht aufgreifen, die du vorgesagt hast, und das vielleicht ein bisschen auch in Kontrast stellen. Du hast dann gesagt, wir Menschen fürchten uns ein bisschen vor Dingen, die wir nicht vorhersagen können oder die wir nicht kontrollieren können. Es gibt ein ganz schönes Buch von Brian Klass, das heißt Flug. Und da geht es im Prinzip um Unsicherheit und Umgang mit Unsicherheit und so weiter. Da sagt er zwei Dinge. Ein Zitat aus dem Buch ist, das könnte vielleicht das ganz gut zu dem Thema der Komplexität passen. We control nothing, but we influence everything. Also wir kontrollieren nichts, aber wir beeinflussen alles oder jedenfalls potenziell alles. Und der zweite Punkt ist aber, das bringt er ganz am Ende, und da würde ich dich vielleicht jetzt um deine Meinung fragen oder auch, wie du vielleicht auch die Zukunft hier in der Richtung siehst, dass die meisten Menschen ja wohl nicht in einer völlig kontrollierten, vorhersagbaren Welt leben wollten. Also wenn wir sozusagen unter der Annahme des Laplace'schen Dämons jetzt da leben würden und du quasi nur jetzt in Google Service so und so nachschauen müsstest, wie lang du lebst und wo du wann sein wirst, und also weil das alles planbar ist, ich glaube, die meisten Menschen würden das eher als Dystopie, als Horrorszenario Ja, betrachten, das ist ja, das ist oder? ja, deshalb haben wir ja auch den Titel des Buches als komplexe neue Welt genommen, um komplexe neue Welt von der schönen neuen Welt, wo ja alles vorhersehbar ist, zu unterscheiden.
Ne? Die Frage ist, wo ist das Optimum? Also natürlich brauchen wir eine bestimmte Form von Unvorhersehbarkeit, damit nicht alles langweilig und öde ist. Aber keiner von uns möchte natürlich, dass es sozusagen einen erratischen Zornesgott gibt, der uns mit einem Fingerschnipsen ausschaltet. Also das wollen wir auch nicht. Und wofür ich eben plädiere, was mir ganz, ganz wichtig ist bei komplexen Problemen, ist die offene Diskussion. Ja. Also wir müssen wieder diese Wissenschaftsfreiheit, die müssen wir wieder mehr pflegen. Wir müssen mehr in die Kontroversen einsteigen. Wir müssen über diese Sachen nachdenken. Wir müssen kontrovers diskutieren und versuchen, eine Lösung zu finden. Und da sehe ich gerade in Deutschland ein großes Problem. Bestimmte Dinge darf man nicht mehr artikulieren. Dadurch verschrumpfen wir eigentlich den Problemlösungsmechanismus. Also das Problem ist da, aber wir stellen uns dem Problem nicht mehr richtig in der Debatte. Und das ist für mich der allerwichtigste und naheliegendste Punkt, den man machen kann, ist, dass wir über solche Sachen reden, uns Gedanken machen, was wir besser machen können, um uns vorzubereiten. Marco, das ist ein so wunderschönes Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Wenn das für dich passt, sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Es war wunderbar. Danke, Alexander. Ich danke dir auch. Und natürlich noch einmal an die Zuhörer, das Buch kaufen, lesen ist auf jeden Fall ein Gewinn. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Wiedersehen.